Die gemeine Roheit, mit der das sexuelle Bedürfnis der Mannschaft geregelt wurde, der Männermassen, die hinter der Front in Ruhe oder Reserve lagen, habe ich nur aus scheuer und angewiderter Distanz kennengelernt. Ich sah sie vor solchen Häusern, den Soldatenbordellen, Schlange stehen wie vor einem Fleischerladen in Zeiten der Knappheit, hörte die wüsten Witze, mit denen sie sich hinein und hinausschoben, von einem Sanitäter empfangen und entlassen, der die hygienische Behandlung besorgte, nach einer durch die Kontrolluhr abgezirkelten Vergnügungszeit. Frauen, die sich diesem Schnelldienst unterwarfen, man rechnete 5 Mann auf die Stunde, habe ich nicht kennengelernt. Die anderen, welche man in den Lokalen traf, die durch ein Schild nur für Offiziere gekennzeichnet waren, in Gent im Café Leonidas, in Brüssel in der GT, in anderen Städten in bestimmten Tanzbars, oder deren Bekanntschaft man auf Parkbänken, auf Boulevardstraßen wie der Rue Nationale de Lille, in den Estaminets und Restaurants machte, waren zwar freiwillig, aber sie konnten sich ihre Partner noch aussuchen oder auch verweigern. Sie bestimmten selbst über ihre Zeit und Existenz. Ihr Los war ihr eigener Wille. Mit solchen Frauen fühlte ich mich, wenn sie einen Hauch von Menschlichkeit ausstrahlten, in einer knabenhaft exaltierten Sphäre schicksalsverbunden. Sie standen dem Nichts gegenüber, wir dem Tod. Sie waren gezeichnet wie wir. Sie würden einmal von fanatischen Patrioten mit abgeschnittenen Haaren nackt durch die Straßen gepeitscht werden. Jetzt spendeten sie denen noch etwas Freude, die vielleicht morgen eingescharrt waren und lebten wie wir, als ob es nichts mehr gäbe, nur diese eine Nacht, diese paar Stunden, diese Selbstverlorenheit. Die körperliche Empfindung, die man miteinander teilte, schien mir eine der 1000 Stufen zu einer geheimnisvollen Einheit aller Empfindungen, die sich im Unendlichen verschmelzen. Dass diese Frauen befleckt und erniedrigt waren, weckte in mir, fernab von der Billigkeit humanitären Mitleids, das tragische Melos der Erschütterung. Dass sie Französinnen waren oder Belgierinnen, der feindlichen Nation angehörend, gab ihnen für mich einen Vorzug vor ähnlichen Frauen des eigenen Volkes, die ich gemieden hätte. Sie fühlten das. Sie nannten mich Charles oder Charlie und empfanden in dem jungen, sensiblen deutschen Offizier eine Art von Verbündeten im Niemandsland.